Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn will US-Außenminister Blinken in den kommenden Tagen mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov sprechen. Dabei soll es unter anderem um die Einhaltung des neuen Abkommens zum Export von Getreide aus der Ukraine gehen. Russland verlegt seine Truppen laut Kiew verstärkt in den Süden der Ukraine. Und die US-Regierung schätzt, dass bislang mehr als 75.000 russische Soldaten getötet oder verwundet worden sind. Lebensgefährliche Überfahrt. In der Antoniewski-Brücke in Cherson im Süden der Ukraine klaffen zahlreiche große Löcher. Hier haben russische Truppen Waffen und Nachschub transportiert. Das ukrainische Militär hat die Brücke mit dem US-Raketensystem HIMARS getroffen. Und auch deutsche Panzer sollen der Ukraine im Kampf gegen die Angreifer helfen. Die Bundesregierung hat den Verkauf von 100 Panzerhaubitzen 2000 genehmigt. Die Ukraine revanchiert sich, will der EU helfen, sich aus dem russischen Energiewürgegriff zu befreien. Mit unseren Energieexporten erzielen wir Deviseneinnahmen und helfen auch unseren Partnern, dem russischen Energiedruck standzuhalten. Zum ersten Mal seit Beginn des Angriffskrieges wollen die Außenminister der USA und Russland miteinander sprechen, unter anderem Thema die Einhaltung des Getreideexportabkommens. US-Außenminister Blinken stellt klar, Lebensmittelknappheit, explodierende Preise auf der ganzen Welt. All das nur, weil Kreml-Chef Putin ein anderes Land erobern will. Aber er hat versagt. Die Ukraine wurde und wird nicht eingenommen. Am Freitag haben die Ukraine und Russland ein Abkommen unterzeichnet, um von drei ukrainischen Häfen Getreideausfuhren zu ermöglichen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.